Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gewinnt die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern deutlich. Ihre SPD kommt ersten Prognosen zufolge auf 37% der Stimmen. Bei der letzten Wahl im Jahr 2016 waren es noch rund 30%. Die Sozialdemokraten sind die einzige Partei, die substanziell Stimmen hinzugewinnen kann. Abgeschlagen auf dem zweiten Platz landet die AfD vor CDU und Linken. Grüne und FDP ziehen wahrscheinlich in den Landtag ein. Beide Parteien sind bislang nicht im Parlament in Schwerin vertreten. Schwesig galt im Wahlkampf als große Favoritin. Sie ist die mit Abstand bekannteste und beliebteste Politikerin. Den vorläufigen Zahlen zufolge kann sie sich ihren künftigen Koalitionspartner aussuchen. Bislang regiert sie zusammen mit der CDU. Eine Neuauflage dieser Koalition wäre demnach möglich, aber auch ein rot-rotes Bündnis. Mit der AfD will keine Partei zusammenarbeiten.